Also da ist Lava, da gehen wir mal ein bisschen außen rum. Will da ja nicht reinfallen. Hier sieht man eigentlich sehr viel, sehr schön. Weil das ist auch nichts, nirgends. Auch doch Kühe finden wir da und. Ey. Geknutscht wird nicht. Ich kenne dich doch gar nicht. Dieses Kakao sieht so ohne ein bisschen aus wie ein, ohne so ein bisschen aus wie ein Apfel. Finde ich lustig. Ich finde, Äpfel hätte man locker auch wie Kakaobohnen einfach an Bäume hängen können, aber nicht an die Stämme, sondern an Laub. Das ist keine prozentuelle Chance, sondern dass man die tatsächlich richtig wachsen lassen kann. Das wäre cool. Sind Schweine oder zumindest ein Schwein und eine Kuh. Da drüben sind schon wieder Kühe. Aber keine Papageien, keine Ozelote. Auch nicht. Die Hälfte von dem Dschungel haben wir, glaube ich, sowieso noch nicht mehr gespawnt gehabt. Das wird alles gerade neu gespawnt. Das heißt, ach, die scheinen sowieso immer wieder. Ist ja nicht so, dass die einmal spawnen, dann da bleiben und dann, wenn sie sterben, Pech gehabt, sondern die erscheinen immer wieder. Steht beim Papagei sogar drin, oder irre ich mich gerade mal? Moment mal nachschauen. Papagei. Vorkommen. Papageien sind nur in Dschungelbiomen natürlich aufzufinden. Neben dem Grundbiom kommen sie auch in all dessen Varianten vor. Als normale Tiere spawnen sie seltener als ebenfalls nur im Dschungel vorkommenden Ozelots, da diese vom Spawn-Algorithmus als Monster behandelt werden und demzufolge beständig neu spawnen können. Dafür können Papageien im Dschungel öfter als alle anderen Tiere auftreten, allerdings in kleineren Gruppen. Selbst Hühner, die im Dschungel doppelt so oft wie normal vorkommen, werden von Papageien durch eine noch einmal doppelt so hohe Spawnrate überboten. Ihre Gruppengröße beläuft sich dafür aber auf höchstens 2 Exemplare. Ah, okay, okay. Ich hatte es falsch verstanden. Papageien müssen spawnen tatsächlich wie normale Tiere. Das heißt, wir müssten die tatsächlich in einem noch nicht gespawnten Bereich finden. Das wäre ein bisschen blöd. Aber Ozelote, die erscheinen immer wieder. Weil sie als Monster behandelt werden. Oh, Eisenbahn, sehr schön. Einer? Ja, einer. Neue Rezepte verfügbar. Schauen wir in das Rezeptbuch. TNT. Erstmal in eine etwas erhöhte Position. Ja, okay. Ist. Ah, warte mal, es geht noch höher. Okay, erhöht genug. So, nein, da.
okay. Brauche ich Crafting Table dafür. Wir müssten also etwo hingehen, wo wir noch nicht waren, wo wir noch nichts gespawnt haben. Für Papageien. Ozelote könnten wir theoretisch überall finden. Das heißt, es wäre für Papageien wäre es besser, wenn wir sogar einen komplett neuen Dschungel finden würden. Ah, sieh mal einen an. Ich glaube, da waren wir aber schon mal. Ein Stein, der da hochragt in den Baum hinein. Tot. Okay, der war innen drin, falls ihr es gehört habt. Noch einer. Das ist doch einer. Sehr schön. So, aber ich glaube, wir waren hier schon mal. Wir waren hier schon mal. Oh, dann können wir jetzt das alles mitnehmen. Da haben wir im Fall wieder rein. Ja, gut, das lassen wir einfach mal. Überleg gerade, soll ich das machen? Ach egal, machen wir einfach. So, und wir haben neue Rezepte bekommen. Hier weiße Wolle mit Fäden. Also es sind die ganzen einzelnen Wollen mit umfärben und hier ist die weiße Wolle. Da haben wir glaube ich Knochenmehl aus Knochen, okay. Und das war's, glaube ich, so ungefähr. So, aber wir waren hier schon mal, das ist blöd. Denn das heißt, das ist nicht neu gespawnt. Jetzt spinnt die Taste schon wieder. So. Jetzt will mal einen Keks. Einen machen die nur. Okay. Oh, geil. Kekse. Creeper, der kann mir egal sein, solange er nicht an uns rankommt. Wo? Ich habe jetzt gerade ein bisschen gefährliche Lags, finde ich. Hier sind überall noch Kühe. Also Hühner sollen doppelt so oft vorkommen wie sonst, aber irgendwie sehe ich hier nie welche. Immer nur Kühe.
Gehen wir mal da ein bisschen nach rechts. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Okay, noch ein bisschen höher. Das war zweit links und ein bisschen höher. Okay, waren keine 50 Meter. Schade. Oder wir können den Erfolg jetzt noch nicht machen, weil wir die Erfolge davor noch... Nee, doch, doch, haben wir eigentlich. Mist. Das heißt, es waren keine 50 Meter. Schade. Zwei Kühe. Ich gehe jetzt mal da lang. Ich glaube, da waren wir noch gar nicht. Ich muss da nur irgendwie runterkommen. Ohne zu sterben. Oder ohne nicht zu sterben. Au. Komme ich nicht mehr hoch. Lassen wir. Wo wollte ich jetzt hin? Ursprünglich? Ich glaube, das ist ein Schaf. Und dort noch mein braunes Schaf. Leute, hier mit diesem Kakao und dem hier so nach oben schaut das aus wie ein Steinbock irgendwie. Lustig. Das braune Schaf. Also ich hoffe halt wirklich, wir waren hier noch nie und dass da jetzt ein paar Papageien sind. So, holen wir uns. Hat der keine Gegenstände? Doch, da. Pfeile. Sehr schön. Ja! Scharfschützenduell erledigt! Geile Musik! Epischer Erfolg oder was? Nein, jetzt ist da ein Zombie. Wo ist das hin? Ist weg. Na Mann, und da vorne kommt ein Zombie. Mann, jetzt ist hier irgendwo ein Ozelot. Und es ist Nacht und ich finde es nicht wie ein Monster. Wo ist das hin? Nicht despawned. Mist! Ach komm! Oder ist es da oben? Links rein. Und könnte es da durch sein. Das könnte auch sein. Ich habe es hier nicht mehr gesehen. Könnte auch da vorne irgendwo hin.
Mann. Scheiß Monster. Na, naja, erst Ocelot weg. Vergeigt. Suchen wir den nächsten. Ich war auch irgendwo ein Enderman, der ist plötzlich weg. Ich habe ihn noch gehört. Wo ist er? Keine Papageien, keine Ozelote mehr. Ah, da ist er. Bist du bescheuert? Dankeschön. Hier scheint ein bisschen Wüste oder zumindest Küste zu sein. Kühe? Ich habe irgendwie das Gefühl, im Dschungelbiom gibt es nur Kühe. Oder zumindest in diesem hier. Blöd. Also ich hätte schon gerne Papageien gehabt, aber anscheinend haben wir diesen Dschungel doch schon ein bisschen gut erkundet. Obwohl wir nur dreimal durchgelaufen sind, ja nicht? Wir sind einmal hin zum Anwesen durchgelaufen, dann einmal zurück nach Hause und dann noch einmal durchgelaufen, als wir zu den Lamas sind. Wer nicht?